glauben wir, dass der Tod nicht das Ende ist. Wir erwarten das ewige Leben. Von ihm tut weh. Und er stellt uns... Max Schmeling tat viel Gutes, ohne viel davon zu reden. Fair Play bedeutete für ihn, den Schwachen und Bedrängten in der Gesellschaft in der Not zu helfen. Hat den Toten treffend als beeindruckenden Menschen charakterisiert.